So, guten Abend zur CeVo 6 im Spiel zwischen Dust Gaming und Scully Doesn't Know. Diesmal ein bisschen spät eingestiegen, weil es noch Probleme gab. Irgendwie hatte ich nicht genug RAM, dass mein PC abgestürzt. Sehr strange Sachen. Von daher habe ich jetzt ein bisschen was nachzuholen in Sachen Draft, der schon ein bisschen fortgeschritten ist. Dazu machen wir natürlich auch mal das Ingame-Mikrofon an. So. Mit Ingame-Mikrofon, dann ist es wesentlich besser. Also, wir haben das Gaming, die doch relativ Standard-Bans haben. Auch außerdem Ogre Magi rausgebannt, sollte nicht dabei sein. Brewmaster First Pick anscheinend von Dust Gaming. So wie es aussieht, dementsprechend direkt Konter mit Skywrath Mage und Void, der immer noch gespielt wird. Tidehunter ist die zweite Wahl gewesen von Dust Gaming, die daraufhin Witch Doctor und Ancient Abrition rausgebannt haben. Einfach als Kombos für die Void, für den Void natürlich. Konter dagegen ist ein Vengeful Spirit, um zu verhindern, dass Leute rausgeswappt werden auf der Krone, und außerdem eine Viper, die ziemlich ekelhaft generell überall ist und relativ tanky ist für einen Void, will man auch nicht haben. Das Gaming geht erstmal mit einer Mirana und guckt vielleicht hier, ob sie danach noch eine Combo machen wollen. Entweder Shadow Demon, Kunkka oder Bane ist da noch drin. Und Venomancer Phoenix sind die nächsten Möglichkeiten von Scuddy hier. Venomancer ein bisschen Push, aber generell sehe ich es noch nicht. Venomancer gegen Brewmaster ist durchaus ein Matchup, was ein Brewmaster wahrscheinlich besser mit klarkommen sollte. Und da ist auch der Shadow Demon als Setup für den Mirana Arrow. Somit ein sehr starkes Roaming Support Duo, das Gaming hier auspacken. Aber auch der Phoenix synergiert relativ gut mit dem Void zusammen. Kann halt da alles reinballern in die Krone und außerdem relativ gut mit der Supernova followen, dass er da den Stun rausbekommt, während die Leute in der Krone sind, beziehungsweise den Stun direkt danach und den Burn Damage schon vorher raus, der ja durchaus gar nicht mal so schlecht ist. Damage per Second 60, 80, 100. Ist es schon einiges im Range von 1000. Nicht zu verachten. Also das Gaming hat hier schon mal so ein roamiges Lineup auf den Tisch gelegt mit sehr starken Lanes. Titan und Brewmaster sollten die Lane gewinnen, besonders wenn sie Support von Viranna und Shadow Demon bekommen, die hier roamen werden. Und ja, bei Scuddy Phoenix ist ein durchaus guter Offlaner. Venomancer in der Mitte sollte okay sein und vielleicht langsam auch den Tower pushen. Und dann haben wir Void Sky plus X auf der Safe Lane. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall ein Farming Void. Bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Juggernaut wird hier gebannt. Sie brauchen was Aggressives. Denken Scuddy. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Hauptsache, man stellt einen Carry hin, der mit sich selbst klarkommt. Und dann können die Supports halt machen, was sie wollen. Brauchen jetzt nicht unbedingt sowas eher Aggressives wie ein Juggernaut. Wobei natürlich mit plus 6 Agility auch gar nicht mal so wenig gebufft wurde. Von daher aus der Hinsicht vielleicht eine Idee wert gewesen wäre. Silencer als letzter Bann. Einfach um die Initiation hier von Dust Gaming, die doch sehr stark auf großen Teamfights basiert, halt nicht zu unterbrechen. Und Earthshaker als letzte Combo von Scuddy. Also auch ein bisschen Roam. Und sehr viel Positioning. Und auch ein bisschen Teamfight natürlich rein mit dem Echo Slam. Sollte man auch nicht vergessen. Also mit zwei Lineups, die ziemlich stark auf Teamfight ausgebaut sind. Durchaus, durchaus. Ravage Split, Chrono, Supernova und Echo Slam. Bin mal gespannt, was hier von Carry kommt von Dust Gaming. Predictions würde ich jetzt eigentlich gar keine abgeben. PA könnte es durchaus sein. Sie brauchen halt schon was mit. Ja, eine PA könnte hier ganz gut sein. Auch was mit PKB. Und sonst passt es auch gut. Andererseits ein Shadow Fiend ist ja auch nicht das Schlimmste. Muss halt nur auf die Krone aufpassen. Muss halt irgendwas packen, was sie auf die Krone machen können. Dafür haben sie aber auch noch Defensive Disruption, die man da auch nicht vergessen sollte. Die da auch knapp 2 Sekunden von der Chrono Duration rausholt. In der Zeit einen ganzen Carry umzubringen. Je nach Farm wird das schwierig. Außerdem die Ansage hier. Seht das Ticket. Dementsprechend CeVo Season 6 Ticket ist jetzt drin und breit angeguckt zu werden.
somit auch in-game hier vielleicht was los. Und zwar Sekunden noch hier für den Carry zu picken. Ja, wie gesagt, PA würde ich ganz gut sagen, eventuell aber auch Shadowfiend. Irgendwas, was auf jeden Fall einen BKB hat. Und Ursa ist es. Okay. Ist natürlich auf der Lane super. Wenn mit Shadow Demon, dass er halt auch rankommt. Aber okay, sehen wir selten. Wurde jetzt auch wohl ein bisschen gebufft, habe ich gehört. Aber ja, das ist immer so eine Sache. Nee, Max Attack Speed nur increased, also kein Ursa-Buff. Aber Ursa, hey! Ursa und Phoenix somit ein bisschen was anderes und bin gespannt, wie das Ganze so wird. Also, Scuddy doesn't know. Sind hier auf der Radiant-Seite und zwar mit Jeeves, der wohl auf die Offlane gerät, hat schon den ersten Mob bekommen. Elan in der Mitte auf den Widowmancer, Array und wupp, Array und den Illest, der schon relativ weit vorne ist auf dem Skyrath-Mage, supporten das Ganze, abgerundet von Korean Barbecue auf dem Void, der natürlich safe den Farmer ist. Auf der Seite von Dust haben wir Bean als Stand-In auf dem Tidehunter, Endplaner auf dem Carry Ursa, unterstützt von Katsu und Cheesehead auf dem Mirana und dem Shadow Demon, die definitiv einige Action machen müssen, um mehr effektiv zu sein. Und zuletzt 1-2 auf dem Brewmaster in der Mitte. Und klar, die Runen werden interessanter, dementsprechend haben wir hier auch schon vier Helden von Dust in der Mitte. Es gab ein paar Diskussionen auf irgendeinem Forum, dass es irgendwie wichtiger ist, die Runen als Midlaner zu holen, als zu blocken. Trotzdem wird jetzt hier zurückgegangen, eben weil die Rune sowieso secured ist. Sind sich die Leute nicht ganz sicher. Dementsprechend wie immer, beide Runen gehen hier in die jeweiligen Teams, die die Trilane an der Stelle haben. Ursa und Scarith Mage nehmen sie hier. Also SDK wollen vielleicht ein bisschen mehr Farm auf den Supports haben. Scarith Mage ist sehr level-dependent und kann im frühen Level 2 doch sehr viel machen. Slow und Damage, eins von beiden kommt erst auf Level 2. Wohingegen Dust doch lieber alles auf den Ursa werfen, der natürlich auch irgendwie alleine mit der Lane klarkommen muss. Denn die Supports werden roam. Phoenix gegen Ursa. Ja, selten gesehen. Immer gespannt. Und direkt Katsu zuerst da. Aber Array ist da. Da kommt die Disruption und Arrow hittet. Wunderschön getroffen hier. Das könnte unser First Blood sein, es ist gerade ein bisschen wenig. Earthshaker ist relativ tanky. Fischer kommt hier raus und ich glaube, das wird da nichts geben. Eventuell könnte Katsu hier ein Problem bekommen. Aber ist da anscheinend okay. Elan allerdings kriegt einiges in Damage hier von den Crits. Und Arrow wunderschön geschossen. Keine Möglichkeit zu entkommen. Wenn er hier reingegangen wäre, wäre er auch tot. Von daher wunderschöne Arrow hier von Cheesehead. Hat sich die Mirana schon gelost. First Blood nicht ganz auf den, wo sie... Ja, prinzipiell genau auf den, wo sie wollten. Dann nicht ganz so auf den, die sie umgeschwenkt sind. Aber dann im Endeffekt doch den getroffen, den sie wollten. Sehr schön für Dust. Und die nächste Disruption Star Arrow kommt tatsächlich auch angeflogen. Aber da ist so ein Range Creep noch sowieso in der Ecke. Ist jetzt tatsächlich vorbeigeflogen, aber auch Phoenix Flight ist da. Icarus Dive sorgt für ziemlich schnelle Escapes. So schnell man halt auch aus der Disruption wieder rauskommt. Da muss sie perfekt sitzen. War natürlich hier ein bisschen... Bisschen weit entfernt, nichts zu machen. Aber das Tempo ist angezogen von Dust, die hier kein Breathing Room geben wollen. Trotzdem ist Phoenix, ja, mit dem Ring of Protection, hat Geld für Boots, ist also erstmal gar nicht so schlimm dabei. Earthshaker mit Invis-Rune könnte eventuell versuchen, den Ursa einzuspenden. Die Frage ist halt, was sie damit tun wollen dann. Ich glaube, killen können sie ihn dann nicht. Kann hier den Wall of machen, entscheidet sich aber dagegen, weil, pff, ja, tot bekommen tun die sie halt nicht, von daher lässt es lieber bleiben. Wall of wäre hier möglich, Array geht jetzt tatsächlich dafür, Wall of ist nicht ganz komplett, ein Planer kommt hier weg, aber Icarus Dive ist da, könnte genug Damage sein, sieht aber dann jetzt nicht darauf, Defensive Disruption wird nicht benötigt, nochmal ein Soulcatcher for good measure, aber richtig knapp, dass der Ursa da wegkommt, hat auch keine Salve.
Muss jetzt hier langsam hochranken, beziehungsweise muss auf die Supports warten, die aber auch keine Salve haben. North South Gaming und ein schöner Pull hier. Aber keine Linie für die Mirana, die hier nichts anderes tun kann, außer den Arrow zu sich zu schießen. Aber Icarus Dive wäre möglich, jetzt noch reinzugehen. Nein, kein Fates of the Week. Wir sehen uns sonst in Lanes auf. Ein Korean Barbecue und Illist, die sich hier mit Bean kloppen. Aber der ist natürlich tanky ohne Ende. Ist hier Level 4 bekommen, dementsprechend 2 Punkte auf der Krankenschelle und noch viel tankiger, aber... Arg. Da ist der Phoenix, der wohl zu viel wollte. Ich weiß nicht, was er da oben getan hat, besonders wenn die Wave Creeps hier unten sind. Achso, er hat nur so getötet. Ha! Guter Punkt. Hier relativ even, tatsächlich hat Ursa aber noch den Carry bekommen, die XP bekommen. Da lohnt es sich für ihn mehr. Andererseits, Offlaner für Carry ist natürlich immer schön für den Offlaner, der hauptsächlich dazu da ist, seine Level zu bekommen und ein bisschen Carry zu stören. Hat er hier getan. Somit das. Vom Farm her ist es relativ even. SDK hat hier einen kleinen Vorteil. Einfach da die Mitte doch für den Venomancer wesentlich besser läuft. Hätte ich so nicht erwartet. Besonders nach dem First Blood. Brewmaster kriegt jetzt hier die Idee, kann vielleicht ein bisschen legen, aber Level 3 Plague Wars sind schon da und die wird er so einfach nicht mehr loswerden. Oh, Array könnte hier gecatcht werden. Ja, wird hier gecatcht, aber kein Arrow da. Wollen sie nicht loswerden? Die Fischer war vielleicht ein bisschen doof. Aber die Plague Wars sorgen auch dafür, dass es relativ low ist. 1-2 kommt wahrscheinlich ran. Clap? Nein. Okay, eventuell knapp geworden. Aber kam nicht ran. In der Double Damage Rune wäre das auf jeden Fall ein Kill gewesen. Aber so müssen sie es lassen. Ich weiß nicht, warum sich Mirana hier nicht für den Arrow entschieden hat. Kann aber auch sein, dass es knapp zu wenig Mana war. Es sieht danach aus. Wenn ich wie Mana wie jetzt noch vorhanden sind. Der Teil hat mit Mana Boots noch knapp 5 Minuten. Ist gar nicht mal so schlecht. Oh, da wurden sie zu früh gesehen. Ist ein Stück zu weit vorne gegangen, Katsu. Und wurde da ziemlich einfach aufgedeckt. Die Frage wäre es, ob es aber so geklappt hätte. Bin ich mir da ganz unsicher. Wie gesagt, Bean hat die Mana Boots, ist relativ gut dabei. 11 Last Hits auch. Gar nicht so schlecht. Für eine Offlane. Phoenix ist bei 7-5. Ist ähnlich gut, von daher keine der Offlanes hier wirklich down. Das heißt, nichts tun kann, alle farmen. Die Frage ist halt nur, ob Titan oder Phoenix, wer von den beiden hier den Farm besser gebrauchen kann. Ich würde mal, je nachdem wie viel Farm es ist, auf den Titan da legen, aber Phoenix kann halt auch mit weniger Farm mehr anfangen. Da Titan halt Blink oder Mech gehen wird. Und naja, vorher ist er halt zu wenig zu gebrauchen, wohingegen Phoenix natürlich da doch mehr tun kann und hier keine teuren Items brauchen. Natürlich, Mech wäre schön auf ihm, aber halt auch Tranquil Boots sind schon gut und dann kann er erst ein bisschen was machen. Kann auch schon Impact haben. Packet Loss ist nicht toll. Wie sehen die Pings aus? Ja, super laggy. Nicht mehr die Pings kommen auf der Konsole raus. Holy crap. US East ist ein bisschen am laggen. 80% Packet Loss. Ah, yeah. Ich guck mal auch mal an hier. Was haben wir denn hier? FPS 60, Ping 800. Ja, sehe. Wobei tatsächlich kein Packet Loss vorhanden ist. Oder? Ja, nicht sicher. Oh, mit Kraft 2 war das. Einmal Zeit zu gucken. Oh, doch nicht. Aber ja, der Ping ist wegen dem Stream und der Rest ist eigentlich okay. 800er Ping ist, kann man nicht mitspielen, aber kann man schon mit casten. Animationen sind ein bisschen off, aber nicht so schlimm erstmal. Zumindest sieht es bisher ganz gut aus. Wenn es euch auffällt, dass es ein bisschen schlimm ist, dann sagt was. Tja, Networth sieht hier ähnlich aus. Knappe Sache, noch ist kein Vorteil zu sehen. Die Graphen sind auch sehr, sehr even. Im XP ähnlich. Somit keine der beiden Teams wirkliche Vorteile. Wir haben Ursa, der noch nicht irgendwie in die Richtung Master of Madness
vom Farm her kommt. Aber bald dahin kommen müsst. Die Frage ist halt, erstens können Dust Gaming hier die Rotations aufrechterhalten, können sie die Kills aufrechterhalten. Und zweitens, kriegen sie einen Early Rush irgendwie gesneakt. Können sie Space createn. Das wird wahrscheinlich mit einer Ravage werden. Ravage Brewmaster und dann sneakt Endplaner hier rein. Wahrscheinlich ist das der Plan. Aber das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Na dann, schauen wir mal, die beiden Teams werden es jetzt wohl wieder versuchen. So, going on. Mal schauen, wie weit der Tower ist. Okay, Tower wird noch nicht so ganz gepusht, aber ist jetzt auf jeden Fall soweit. Blackwards Level 3, bald Level 4. 033 Bild. Da, ja, wird demnächst wohl der Tower Probleme bekommen. Aber erstmal wird hier Korean Barbecue Probleme bekommen. Der jetzt einen Gank hier abbekommt. Mit Smoke. Mal schauen, wie sie das angehen wollen. Ravage ist noch nicht ganz vorhanden. Weiß nicht, ob sie da warten wollen. Ich glaube nicht. Ups. Ah, Illist hat da nicht die Vision gehabt. Sonst hätte er direkt hier gesehen, oh, erstens ist da ein Ward. Und zweitens, hey, wenn der Ward da irgendwie gespammt wird, heißt es wohl, dass die Leute sind. Aber Scarlet Mage kriegt davon nichts mit. Mal schauen, ob irgendwie Faces Void hier rausbekommt. Aber zu weit gedived. Tatsächlich versuchen sie es jetzt hier. Der Weg ist frei. Arrow kommt, aber way off target. Way zu langsam. Ich glaube, das Katsu ein bisschen alleine losgegangen. Vielleicht sind auch die Stands da noch nicht so ganz eingespielt. Das hat ja, glaube ich, gestern ein bisschen einen Shuffle bekommen. Mit Katsu als neuer Captain, nicht nur Drafter. Und eventuell ist da noch nicht so ganz alles im Lot. Auf jeden Fall bisher, würde ich sagen, zwei Disruptions ein bisschen verkackt, muss man so sagen. Dementsprechend wird jetzt 1-2 genommen. Und es wird ein weiteres Mal versucht, irgendwas zu tun. Arrow off target. Schöner Deny erstmal noch. Aber wird wahrscheinlich hier gedived werden. Die Frage ist, ob die Rotations da sind für SDK. Oh, wunderschöner Ward. Schöner Game Sense hier von Illist. Und sowohl Mirana wurde gesehen, als auch, soweit ich weiß, der Brewmaster. Auf jeden Fall ist das jetzt komplett wieder wegrotieren. Der Tower wird wohl gleich down gehen. Und ja, jetzt wo ich sage, Ursa kriegt den Solo-Kill hier auf den Phoenix. Hat keine Supernova zünden können. War wohl zu schnell. Weiß nicht, was benutzt wurde. Hold that thought. Elan geht hier down. Wurde gecatcht von der Combo. Aber der Tower ist trotzdem down. Kam sie ein bisschen zu knapp. Außerdem die ganzen Wards. Das wird natürlich doch nicht rechtzeitig clearen können. Und 1-4 für Dust. Die definitiv Space createn. Für den Ursa. Und halt auch dem Titan da einiges an Space geben. Um hier nicht ständig geharrist zu werden. Brewmaster ist okay. Ist auf dem Weg zu seinem Blinkdagger. Aber auf jeden Fall Kills hier links und rechts. Können wir mal gucken, die Heroes hier sind. Venomancer ist zweimal gestorben. Whoops. Ja, da habe ich eine Supernova gehört. Und das war ein Kill auf dem Ursa. Der Ursa hat es da wohl nicht schnell genug geschafft, die Supernova zu killen. Obwohl Ursa natürlich einer der besseren Heroes dafür ist. Besonders mit dem Attack Speed Buff, würde ich jetzt mal sagen. Der Cap, der von 500 auf 600 Max Attack Speed angehoben wurde, wird prinzipiell Ursa ja noch weiter bevorzugt. Da er halt noch ein bisschen auf den Attack Speed gehen kann. Besonders gegen Phoenix ist es natürlich, ja, ein Change, der gar nicht so toll ist. Andererseits, die Frage ist halt auch, wie weit relevant der Buff wirklich ist. Denn 600 Attack Speed, da kommt eine Windranger ran, ja. Da kommt, weiß nicht, da kommen andere Dinge ran, aber selbst ein gefeedeter Alchi und selbst ein Klings mit dem Feuer drauf hat irgendwie 400, 500 Attack Speed, von daher selbst das ist noch nicht Max. Dementsprechend wird das hier wohl keine große Rolle spielen. Ja, Bonus Attack Speed 400, okay, 400 tatsächlich. Mit einem Base Attack Speed von 130 sollte hier über das letzte Limit kommen, von daher ein bisschen schneller. Und das sieht man auch direkt in Roshan.
den er hier dann doch sneakt. Wunderbare Möglichkeit, oder ja, wunderbare Möglichkeit erkannt, einfach zu sehen, okay, look, ich war tot, ich muss zu Base zurückkommen, wenn ich hier ein bisschen länger brauche, dann fällt das niemandem auf. Und daher Roshan gesneakt und außerdem noch einen Skywrath Mage gefunden, der mit dem Slow natürlich dem Arrow nicht wirklich ausweichen konnte. Blinkjäger für Brewmaster kommt angeflogen, was auch wieder groß ist, und jetzt sind das Gaming auf jeden Fall auf der richtigen Spur, hier weitere Vorteile rauszuziehen. Ah, Phoenix wird hier low. Sehr lange geslowt vom Brewmaster, der hier keinerlei Damage rausbekommt. Muss hier eventuell sogar splitten, wird hier low. Okay, vielleicht sind die Lags dann doch ein bisschen groß, ja. Lags sind irgendwie doch vorhanden, dass nicht mal die, die Dinger hier angeflogen kommen. 75 für Katsu, ja, aber... Oder 75% Packet Loss. Trotzdem relativ groß. Mal schauen, 1-2-2. Zur Not kann man halt immer splitten. Er will es aber halt eigentlich nicht. Ich meine, die Fire Spirits sollten jetzt insgesamt 4 Sekunden. Davon sind noch grob rechnet 3 da. Damage pro Sekunde 70, dementsprechend 201 Damage mit Magic Reduction. Sollte das okay sein. 170, sehr, sehr knapp auf jeden Fall, aber er hat noch Bottle Charges. Die Frage ist, kriegt er noch einen Auto-Attack raus? Wenn er einen Auto-Attack rausbekommt, kann er auch direkt splitten. Andererseits, ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ob hier der Icarus Dave auf Cooldown ist. Dementsprechend ist es auf jeden Fall ein Kill. Wird aber wohl seinen Split dafür verwenden können müssen. Und ja, ein Split für einen Offlaner. In dem Fall ist es wahrscheinlich wert, aber muss sich hier das überlegen, ob sie Hingo machen oder nicht. Haben die Zeit ja durchaus, denn US East laggt gerade ein bisschen. Jo, geht weiter. We're ready und dann schauen wir mal, wie es das Ganze jetzt dann eben so weitergeht, wie das hier passiert. So, und zwar kommt er einfach weg. Das ist, na gut. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Sollte hier die Hintergrundmusik sein oder sowas? Bis. Irgendwie kam hier komische Sounds raus. Radiant's top tower is under attack. Ja, okay, Soundbox. Way! Come on. Please. Mal schauen, was das für ein Soundbug war. Aber gut. Wir müssen jetzt wieder irgendwie in Dota reinkommen. Nach dieser doch sehr, sehr langen Pause. Und mal schauen, was genau... Ach du großer Gott, das ist komplett gebuggt. Duh. Ja, okay, ich glaube, ich Wenn ihr euch mal anhören wollt, wie es im Sound ist, so ist es. Muster geht rein ohne Sound, aber immerhin, schöner Clap, langweilig, aber Faces Void geht hier direkt down. Keine Chrono, kein gar nichts. Es ist vollkommen weird. The fuck? Seriously. So, Jesse hat kann aber jetzt wieder jumpen. Science ist vorbei. Oh, das geht so nicht. Ich hoffe, nach Mühe ist das Ding weg. Radiant's top tower is under attack. So, mal schauen. Ja, wenn du meinst, machst du noch Sounds? Sieht nicht gut aus, aber immerhin, wir haben ungefähre Sounds. Es soll halt für den Zeitpunkt reichen. US East ist ein bisschen broken.
Aber naja. Obwohl sie den Tower bekommen, Void muss hier tatsächlich wieder wegjumpen. Einfach keine Möglichkeit hier zu Krone, und weil er ist halt alleine und hat halt keine Möglichkeit, die Krone auszusetzen. Titaner wird hier relativ low, hat aber Stick Charges, sollte vielleicht dran denken. Okay, kriegt aber auch die Defensive Disruption, sicher ist sicher. Hat außerdem seinen Blick, der ja 13 Minuten auf der Offlane-Shot. Das ist krass. Das ist krass, eben sich den Kill auf den Void, was ist wahrscheinlich passiert. Und boy, ist der fett in dem Sinne. Double Damage, nächste Runde kriegt Brewmaster. Schön gemacht, dass sie eben nicht gewartet haben, sondern wissen, okay, nach 6 Minuten kommt die nächste Runde. Die wird überschrieben im neuen Patch, dementsprechend. Ruhig ist auf jeden Fall, aber oh, der Arrow! Der Arrow trifft und das ist ein toter Void. Bitter, bitter. Schöner Arrow, relativ lange gesehen hier. Aber im Endeffekt dann doch genau reingelaufen, ein bisschen gepanickt. Bitter und Void ist schon wieder auf den Sidelines. Das zweite Mal. Ah, Bienen kann jetzt hier weglaufen. Ganz praktisch. Die Frage ist halt, ob euch die Firesplits reichen. Das sieht danach aus. Ja, Firesplits reichen. Forgot Measure ist nochmal Ikaros Dive raus. Aber jetzt ist hier Ursa da. Will seine Aegis benutzen, prinzipiell. Findet aber nicht wirklich jemanden. Hat auch immer einen Dot drauf, dass er nicht blinken kann. Jeeves versucht hier jetzt wegzukommen. Schöner Juke erstmal mit der Shadow Poison. Kommt hier einfach nicht ran und sie kiten in Ursa richtig effektiv hier. Aber oh nein. Der Arrow kommt hier genau durch, aber wunderschöner Echo Slam von Airray hier. Und Chrono. Ah nein, kommt da nicht ganz rein. Da kommt Ursa hoch und jetzt kommt die Chrono nach dem. Okay, ein bisschen awkward Chrono, muss man schon so oft sagen. Aber Endplanner geht hier down. Ganz knapp, sonst hätte er beinahe noch Korean Barbecue bekommen. Bisschen klatscht der Fight. Bisschen alles in allem unterdrückt, aber. Einiges passiert, trotzdem 1 zu 3 der Trade hier. Richtig gut gelaufen. Und da haben wir doch Phoenix mit 700 Gold. Hat hier einiges rausbekommen, aber Reinitiation hier. Shadow Poison ist da. Versucht die Ravage zu bekommen. Ravage auf 2 immerhin. Werden hier wahrscheinlich den Veno bekommen, aber irgendwie fehlt hier die Detection doch. Detection ist da, außerdem ist die Detection ja auf der Seite von Mirana. Aber hier Poison Nova nimmt seinen Toll. Und jetzt hier ist erstmal Titaner, der hier down geht. Stick Charge ist zu spät wiedergekommen. Illest hat allerdings jetzt das Problem, dass er einen Brewmaster da hat, der ihn downcrittet. Zwei Blinkträger da, aber bisher haben die Blinkträger nicht so wirklich den Impact, den Dust hier wollten. Und die Fights laufen trotzdem sehr, ja, sehr eindeutig ab. Außerdem aber halt schön durchgekitet von SDK, dass sie hier mit der Ravage tatsächlich nur zwei Personen verlieren und den Titan noch down bekommen. So low wie sie da waren und so initiated wie sie da wurden. War das prinzipiell das Beste, was ihnen hätte passieren können. Aber jetzt, Split ist nicht vorhanden. Montetou ist hier ein bisschen arg drin, aber Arrow trifft hier wieder auf Elan. Trotzdem, Montetou sollte hier down gehen. Defensive Disruption nicht da. Mystic Flare nochmal for good measure nochmal reingehauen. 1 zu 1 hier der Trade, Midlaner für Midlaner. Gibt Schlimmeres, aber im Endeffekt ein bisschen besser für SDK, dadurch, dass der Brewmaster bisschen besser dran war hier. Aber Arrow trifft jetzt auf Jeeves. Shadow Demon holt sich den Tower, verhindert ihn nahe richtig gut und blockt hier Jeeves ein. Das ist super. Ikaros Dive dauert noch ein bisschen und Supernova muss hier gezündet werden. Chassis sollte wahrscheinlich davon wegkommen. Ja, ah, Fissure noch gerade so am Rand. Holt ihn down und Katsu ist tatsächlich weg. Weit genug weg von der Supernova. Gerade so blind tippet. Er hat gehofft, dass es die 1000 Range von hierhin das nicht ist. Und anscheinend sind es 1001 Meter. Lenken tut's ganz schön heftig, aber anscheinend sind es jetzt nicht die Server, sondern meine Connection. Von daher ist es besser so, dass wir hier ein bisschen lenken, anstatt dass die Players da lenken. Dann wäre das natürlich gar nicht so toll. Jeeves ist wieder angejumpt, aber hauptsächlich nur, um ihn abzuschrecken. Test. Warum musste das im All-Chat sein? Ups. Kumunuku Spammer. Elias holt sich hier die Rune, wird dafür vielleicht mit seinem Leben bezahlen. Arrow. Ah, nicht ganz. Schöner Juke hier. Hätte er nicht anders juken können, als das, was er getan hat, aber. Brewmaster jumpt hier noch rein. Split ist vorhanden. Aber Wall off und nichts passiert. Trotzdem Mirana
Ulti bin ich mir gar nicht sicher, ob das gesehen wurde. Es sieht tatsächlich nicht so, danach aus. Und jetzt kriegen sie auf jeden Fall mal Phoenix. Oder auch nicht. Und sie wollen sich lieber den Earthshaker holen. Wollen sich nicht sicher, ob sie den Phoenix bekommen, außer mit Icarus Dive, wenn sie da niemals rangekommen. Wahrscheinlich. Dementsprechend hier den Kill geholt, den sie da holen konnten. Schön gewartet, beziehungsweise eben nicht greedy gespielt. Und das Ding so einfach gemacht. Phoenix kann hier sehr aggressiv sein. Stunlock ist nicht wirklich vorhanden. Oh, außerdem kann er sich hier die ganzen Entchen snacken. Oder das ganze Big Camp. Okay, den einen großen Big Creep. Durch die Vision, die sie da haben. Eventuell zeigt es aber jetzt auch das, dass sie da Vision haben. Und werden es sie dewarden. Andererseits die Frage, ob sie unbedingt einen gegnerischen Jungle dewarden wollen. So, Tower in der Mitte. Wird low. Mal schauen, was fallen wird. Glyph ist da. Die Frage ist, ob der Death kommt. Aber Chrono ist da. Echo Slam ist da und Blink ist da. Nach 19 Minuten von Earthshaker schon. Von daher, das ist genug. Als dass ich das sage, nope. Da wollen wir nicht rein. Phoenix ist da. Jetzt wird es... Oh, Mystic Flare off target. Aber trotzdem Bienensuppen bekommen. Eventuell noch die Ravage. Die Frage ist halt, ob das gegnerische Team da ist. Nein. Das wollen da nicht rein. Dementsprechend wird hier Ravage gehalten. Arrow trifft, aber... Nichts möglich. Das geht da nicht rein. Hätten eventuell da reingehen können. Das wäre eine richtig schöne Ravage gewesen. Follow-up. Ist ja die Frage, was sie machen wollten. Aber auch Brewmaster hat keinen Mana und ist auf einer Ecke der Map. Von daher. Nichts möglich. Roshan wird außerdem irgendwann respawnen. Ich glaube, der erste auf jeden Fall vorher. Das heißt schon knapp 10 Minuten her. Er wird in jeder Minute respawnen. Weitere Bounty-Rune für Illest hier. Der natürlich an Position 5 sehr, sehr arm ist. Ein Planner, ja, ist auf Blink gegangen. Wird jetzt wahrscheinlich auf den Hex gehen. Um halt den nötigen Lockdown zu haben. Sowohl für Solo-Kills, als auch mitzubringen. Illest hat außerdem den Ward hier ganz gut ausgespottet. Ja. Anscheinend Game Sense, beziehungsweise haben wir halt gesehen, dass sie da hingegangen sind und wie sie reagiert sind. So, jetzt erstmal Elan. Kommt hier aber wohl weg. Keine Leute da, um ihn davon abzuhalten. Außerdem wäre das eine Ravage nötig gewesen. Und das sieht erstmal nicht der Fall aus. Aber trotzdem, der Tower wird hier denied werden. Und das war es auf jeden Fall wert. Derweil, Scarif Mage wollte den eben jetzt dewarden. Hat es auch geschafft. Aber Ursa snackt sich den. Und, der Arrow ist schon vorher draußen. Außerdem zweimal. Nicht geschafft hier die Defensive Disruption tatsächlich jetzt. Die Frage ist tatsächlich, benutzen die Krone dafür? Das ist vielleicht ein bisschen Overkill. Da könnten jetzt eventuell das für rein. Denn jetzt ist nichts mehr da. Poison Nova ist noch da. Supernova ist da. Aber ansonsten sind die Dinger raus. Oh ja. Na gut. Endplayer wird da nicht gecatcht. Die Krone für einen Shadow Demon. Das ist auf jeden Fall nicht wert. Die Frage ist, können das jetzt hier... das nutzen, um da reinzugehen. Ein Viertel des Cooldowns ist schon wieder verbraucht, aber dafür wird Roshan gesneakt. Erstmal eine Rune mitgenommen, aber es ist nur eine Bounty-Rune. War die Hoffnung da, dass es vielleicht ein Double Damage wäre, dann wäre das Ganze natürlich etwas einfacher gegangen. Ja, Weihnachts-Nikolaus. Roshan. Nico Rosh. Tja, ein weiterer Roshan wird wohl an Dust gehen. G-Set geht nochmal ein bisschen die extra Mile, um noch ein bisschen extra Stun reinzuholen. Brewmaster außerdem mit BKB wird relativ schwierig, ihn aufzuhalten. Ist unmöglich. Und außerdem die Poison Nova wird da doch sehr stark negiert von. Mal schauen, ob es halt genug ist. Es sieht aber aus. BKBs müssen jetzt rauskommen. Ursa wird wahrscheinlich nach dem Hex auch direkt auf den BKB gehen müssen. Denn der E-Control ist hier schon einiges. So. Das hier scheint halt ein Bait, beziehungsweise eine Trap zu werden. Die Frage ist, also sie haben halt keine Vision Dust, dementsprechend ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Arrow wird rausgeschossen, trifft natürlich auch Elan, aber ein bisschen weit hinten. Whoops, nein, Ursa geht tatsächlich rein. Aber so einfach ist es dann doch nicht, wunderschöne Fissure umzuhalten. Aber Ravage im Fight zwischen T3 und T2. Chrono nur auf Ursa, das ist bitter. Kann jetzt hier splitten. Wird wahrscheinlich Elan down bekommen. Poison Nova was raus, aber hilft nichts.
Da ist der Phoenix Sun. Aber auch die bringt eigentlich nichts. Und jetzt steht es auf einmal, ja, 2 zu 1 jetzt mit dem Tidehunter. Trotzdem viel raus. Brewmaster hat noch volles Leben, können sie eventuell weitermachen, aber das ist vielleicht nicht das, was sie wollen. Und Ursa geht hier tatsächlich noch down. Phoenix und Void sind da zu viel. Und das haben overextended. Oh, aber vielleicht Hold the Thought. Ja, da geht nochmal der Face of Void raus. Ein Turn für Dust. Und springt hier rein, hat natürlich die Invisibility. Aber allerdings müssen wir sie nicht übertreiben, weil sonst passiert das hier. Und so eine Mirana wird dann einfach mal gepickt auf. Und jetzt ist es 1-2, der jetzt prinzipiell dem Strahl nicht entkommen kann. Und bottelt hier hoch, verzweifelt, aber nichts machbar. Fällt hier auch down. Sehr langer Fight. Ein Reengate. Aber im Prinzip 1-4. Am Ende. Klar, sie haben noch 2 andere bekommen, aber keine Objectives. Der Tower steht immer noch. Das war krasse Overextension von Dust. Die Ravage hier hätte vielleicht nicht sein sollen, dann wären die Rest wieder zurückgegangen. Aber da waren sie doch nicht ganz so sicher, wie das so läuft. Aber naja, SDK kommen so langsam wieder ins Spiel zurück. Networth, was bisher in Dust Favor war, und auch die XP, sollten jetzt wieder einiges nach oben gehen. Außerdem bald das Ulti-Stäbchen für Elan fertig. Venomancer wird da doch einiges stärker. Außerdem bisher halt nur das eine BKB vom Brewmaster da. Der Rest ohne BKBs und damit sehr, sehr susceptible für die Poison Over. Bin gespannt, ob wir mehr Snipes mit Earthshaker sehen. Der hier durchaus die Möglichkeiten hat, mit dem frühen Blink und jetzt im Force Death doch einiges zu machen. Maus setzt sich hier so ein bisschen zum Carry hoch, schon fast. Hat auf jeden Fall Items, die teilweise in Earthshaker auf Minute 40 oder so nicht hat. Ja, die Ward, glaube ich, wird hier gesehen. Und relativ schnell wieder dewardet. Eine ungewöhnliche Ward, aber zu nah am gewöhnlichen Ward-Spot hier dran, um lange zu überleben. In Planner wird bald den Hex haben. Ich glaube, in dem Camp sollte das eigentlich passen. Beides im Secret-Stoff kaufbar. 2, 7 und 8. Na, sollte es eigentlich sein. Ah, vielleicht wieder warten, vielleicht wieder bei Back haben. Sehr aggressives Movement, bis hier rauskommt. G-Set in der Meanwhile wird getroffen. Earthshaker ist da. Echo Slam tatsächlich auch für die Mirana benutzt. Und dann ist der Silence vorhanden, um die Mirana aus. Um dieses Leben der Mirana zu beenden. Kurzzeitig. So, Hex ist da. Mal schauen, ob sie damit was anfangen können. Oder wie viel dann dort für das möglich ist. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder ausgeglichen. Auch wenn das in Sachen Networth immer weiter nach unten, immer weiter den Graphen nach unten zieht. XP ist es wieder even. Tower sind ähnlich, außer dass das noch ein T1 Tower mehr hat auf der Bottomlane. Aber solche Dinge sind natürlich so langsam nicht mehr relevant. Aber großer Teamfight könnte es jetzt hier anstehen. Allerdings sind SDK in Position und werden das hier nicht so einfach aufgeben. Außerdem Mirana braucht noch ein bisschen, bis sie da ist. Daher weiß ich nicht, wie doll sie das hier forcen werden. So. Mal schauen, ob sie jetzt hier Moonlight Shadow anmachen und dann vielleicht einen Wraparound machen oder sowas. Oder ob sie hoffen, dass SDK rauskommt. Bin ich ganz sicher. Na, ja, auch schön hier mit dem Strahl zu suchen, mit dem Sunray, der anscheinend durchaus Vision gibt, um die Treeline zu machen, aber Bean steht ein bisschen weiter hinten. War davon okay. So, das ist hier ready. Gibt es weiter nicht auf. Top Lane pusht für das, von daher haben sie da erstmal keine Probleme mit. Aber mal schauen, ob sie reingehen, ob sie irgendwann wieder abandonen. Prinzipiell warten sie natürlich immer auf Roshan. Von daher, Arrow könnte jetzt hier treffen und das könnte eventually Q sein. Tatsächlich, da gehen Roshan rein.
geht hier direkt rein. Spruce ist da, die ist, Mystic Flare kommt hier raus, Ravage ist da. Jeeves wird jetzt endlich erst wieder ganz. Wird jetzt wahrscheinlich, da ist die Sun und eine schöne Chrono auf den Tidehunter. Jetzt hier down ist, aber das Problem ist, der Tidehunter muss nicht mehr viel tun. Katsu wird hier wahrscheinlich downfallen. Wunderschöne Echo Slam, die auch noch das Restleben von Ursa auslöscht. Und Cheesehead ist auf der Flucht. Und Tour hat hier den Venomancer bekommen, aber 1:3 der Trade hier. Katastrophal für Dust. Und auch Cheesehead geht hier down. 1:4. Dieses Engagement ohne Tower. Krasser Win für SDK hier auf jeden Fall. Huh. Einiges an XP und auch einiges an Gold. Knapp 3k Gold ist der Exchange und damit ist es auch das Gold jetzt wieder komplett even. XP sind SDK jetzt weit voraus. Und ja, Damage, ihr seht schon. 2000 vom Earthshaker, der mit dem Echo Slam einiges gut getroffen hat. Da war, glaube ich, eine ganze Creep Wave neben. Nicht schlecht. Net Worth, ja, XP ist jetzt weit vorne für SDK. Phoenix sogar mit dem Shiva's Guard jetzt. Ei, ei, ei. Das könnte schwierig werden für das. Die hat jetzt mit dem Pick-Off-Lineup halt nicht mehr so weit kommen. Klar, sie haben zwei große Teamfight-Ultis, aber... Aber. Ja, Shiva's ist da. 1v2 wird aggressiv angegangen. Phoenix ist sehr aggressiv dafür, aber Stick Charges hat immer Mecha. Ist dementsprechend vollkommen okay. Und ist sehr confident, dass er das ohne Probleme hier übersteht. Ah, erstmal weiterfarmen. Ist natürlich auch gut. Schauen wir auf die Items von SDK, jetzt bestimmt einige rausgekommen sind. Ja, Faces Void wird vielleicht wahrscheinlich auf dem BKB bauen. Earthshaker, Arganims oder BKB. Venomancer hat das Ulti-Stäbchen fertig. Und, keine Ahnung, könnte jetzt ein Veil oder sowas machen. Magic Damage ist ja durchaus einiges vorhanden von der SDK. Phoenix hat erstmal eine Shiva's Guard und scheint, naja, weiß nicht, Bloodstone könnte es sein. Könnte aber auch ein Arganim sein. Was ich bisher noch nicht so gesehen habe. Ups, Phoenix ist da in der Luft. Bruce Blitz wurde geforst. Eigentlich ist er ein bisschen weit drin. Illest könnte eventuell down gehen, hat aber Stick Charges und sollte mit okay sein. Jumpt hier raus, aber Fischer ist da. Au, oh, schöner Juke. Könnt ihr weg werden? Nein, Era ist da. Echo Slam tatsächlich benutzt. Hätte er vielleicht nicht müssen. Auf der gleichen Zeit geht hier unten der Tower down, aber dafür bezahlt Elan mit seinem Leben. Somit... Ja, den Venomancer haben sie bekommen, aber er hat den Tower halt auch geholt. Das ist also in dem Sinne nicht so ganz wert gewesen. Und in der Mitte den Brewmaster, der das Bruce Split uns sein Leben gegeben hat. Also alles in allem absolut nicht gut für das Gaming hier. Eventuell Illest könnte jetzt hier ein Problem bekommen. Ich glaube, das wird er. Das ist ein relativ einfacher Solo-Kill. Der Damage ist da. Allerdings sollte Bean jetzt hier langsam gehen, weil sonst zieht sich Illest zurück. Weiß nicht ganz, worauf er wartet. Lässt hier die Opportunity vergehen. Easy Kills. Locker gewesen. 400 Leben. Anchor Smash und Gust sollten eigentlich das Schicksal besiegeln hier. 200. 200, ja. Plus eventuell Attack. Sollte es reichen. Aber jetzt gehen sie hier auf Korean BBQ. Der Arrow landet tatsächlich richtig. Ein paar Backtracks. Aber nicht genug. Und das war ein wichtiger Kill auf jeden Fall für das. Buyback-Status ist nicht vorhanden, aber ich glaube, so weit wird es erstmal nicht kommen. Wichtig auch im Gold. 2000 XP von denen und 600 Gold für die Leute. Das ist einiges. Schöne Fischer, die jetzt hier erstmal Cheesehead abblockt. Aber ja, das wollen hier wohl durch die Mitte gehen. Und finden jetzt hier Jeeves auch noch, der immer noch ein Chicken ist und hier wirklich nicht der Supernova rauskommt. Der Ravage auf einen, nur ist nur Elan, aber der kriegt seine Poison Nova raus und jetzt müssen sie aufpassen hier. Mystic Flare ist da, Katsu wird hier sehr, sehr low, wird wahrscheinlich sowieso poppen. Aber Illest geht hier auch noch down, Earthshaker kommt gerade so raus. Klar sind sie halt alle relativ low, aber trotzdem alle auf the sidelines. Und richtig guter Fight für Dust hier, wo sie halt einfach nicht fighten konnten. Oh, oh, Snipes von Array. Eventuell mit einem Force Staff? Nein. Sieht nicht danach aus.
Ja, nein, Echo Slam. Oh, das war sehr, sehr knapp von Ursa. Ups, der poppt tatsächlich vom Venomancer. Oh nein. Besonders mit der Bottle Charge von Brewmaster, hätte er das gewusst, hätte er hier sehr, sehr schnell einfach die den Bottle Charge geben müssen. Oh, das ist allerdings nicht so gut. Und das beendet den sehr, sehr langen Teamfight 2 zu 4. Aber natürlich sehr gut für Dust und XP-Change ist gewaltig. Keine beiden der Kills haben STK anscheinend XP für bekommen. Und ja, 2K XP, das ist auf jeden Fall einiges Gold und einiges XP hier für Dust. Networth zeigt es auch schon, dass Ursa relativ weit voraus ist. Und man sieht auch, wenn er springt, wenn der Hex sitzt, dann kann Ursa durchaus mal Leute auseinandernehmen. Aber er braucht das BKB, was tatsächlich auch fast vorbei ist. Fast fertig ist. Vorbei, ja. Die Zeit, in der er es sparen muss, ist bald vorbei. Und dann mit Blink, Hex, Vlades und BKB. Jetzt nämlich. Ist Ursa auf jeden Fall sehr, sehr scary. Wir haben sie vorher noch mit Echo Slams kontrollieren können in einem Void. Aber das wird jetzt schwieriger. Die Frage wird, wer die Initiation bekommt und wie die Arrows sind. Und jetzt geht es tatsächlich auf Elan. Aber er kriegt einfach nichts hin. Und Four Steps saven das Ganze jetzt. Chrono auf nur Katsu, das ist bitter. Klar, keine Defensive Disruption, aber das ist erstmal irrelevant. Mystic Flare daneben. Endplanner versucht hier unbedingt an den Lärm zurückzukommen. Er wird gekitet ohne Ende. Er hat keine Aegis diesmal übrigens. Von daher muss sie tatsächlich weg und stirbt hier inmitten aller Leute dran. Da kommen sie nicht rein. 2 zu 0 bisher. Der Fight. Brew Split ist hier jetzt drin. Sie wollen hier vielleicht noch was bekommen, aber auch Cheesehead und der Brew Panda kann nichts alleine machen. Ravage ist da, aber Titan musste sich zurückziehen. Na, die Fischer ist tatsächlich gar nicht mehr so gut. Aber sie wollen es wissen. Blink ist da. Aber, oh, Invisibility-Rune. Das und eine Haste-Rune war das Einzige, was sie retten können. Und, oh, das ist bitter. Roshan haben sie jetzt natürlich bekommen. Und das könnte STK mal wieder nach vorne katapultieren. Obwohl es erstmal so aussah, als ob das sie zurückgehen. Aber Hold the Thought. Ravage wird draußen, aber trifft halt nur auf Array, der relativ tanky ist. Supernova kommt hier auch rein. Stun 2. Und eventuell könnte der Dot hier relativ weit sein. Brewmaster wird low, aber kommt hier wohl weg. Bean wird auch low. Fischer trifft nicht. Aber Bean sollte hier mit seinem Leben bezahlen. Dafür sind die Firespills zu weit. Machen zu viel Damage. Der letzte Tick. Gerade so. Keine Stick Charges. Nächste. Katsu stirbt hier von der vom Echo Slam. Und der Fight Recap ist leider nicht genug. Da ist ein bisschen was da. 2 zu 1. Aber hin und her und hin und her. Hälfte des Teams von STK fightet hier oben. Und selbst das ist noch ein Win für STK, da der Ursa einfach nicht ready war. Also, das BKB war wohl doch nicht so das Nonplusultra, weil er wird trotzdem gekitet. Soweit ich weiß, geht Gale dadurch. Und generell Poisons Ding geht natürlich auch dadurch. Und das ist sehr, sehr viel Kite-Möglichkeiten. Da weiß ich nicht, was er da noch kaufen könnte, um das zu klären. Eingebaute Haste-Rune wäre natürlich ganz toll, ne? Aber das gibt's zum Glück nicht als Item. So, jetzt wird reingejumpt. Auf Array wird er diesmal gehen, aber BKB war zu greedy hier. Außerdem wunderschöne Chrono. Jetzt könnte eventuell, ja, die Ravage ist natürlich leider eben benutzt worden. Im Planner. Was eine Fissure! Was eine Fissure! Seriously, er hält komplett das raus. Und der Einzige, der hier draußen ist, Titaner, wird gefokust. Katsu geht in der Hinterhand, im Hinterland noch down hier. Aber Endplanner ist jetzt hier low, wird auch noch down gehen und Bruce Split ist fast zu Ende. Und dann werden wir sehen, was das Ganze hier mit dem Panda ist, der nicht blinken kann. Zu viele Leute da. Gehört hier mit der Mystic Flare down. Auch Cheesehead will es nochmal wissen, wir vielleicht Jeeves noch down bekommen, aber muss jetzt hier die Supernova poppen, denn Buybacks kommt raus von 1 zu 2, 1 zu 2, der hier wieder rein will. Und alles wird wieder geheilt. Phoenix ist da in der Gegend in Sachen Sustain. Sehr, sehr immer. Außerdem hat er immer noch das Mecha, was jetzt reingehen und benutzen wird. Und die Siege geht weiter. Das Buyback von Brewmaster war erstmal bisher wertlos. Aber trotzdem wird das hier brauchen können.
Mal schauen, ob sie hier in 8 Sekunden wieder fighten. Oder ob sowas ist. Arrow trifft auf Elan, aber ist nicht so relevant. BKB an. Er versucht sein Bestes hier. Allerdings, die Heals sind da von Jeeves. Echo's Dive macht auch nochmal einiges an Damage hier drin. Fire Spirits sollten dafür sorgen, dass wenig Attack Speed vorhanden ist. Ravage trifft 30, ist sehr schön. Die Frage ist, ob der Damage jetzt hier reicht. Jeeves wird hier down gehen. Auf der Backend. Stirbt auch noch Brewmaster ein zweites Mal. Das ist ein Dieback. 95 Sekunden auf den Sidelines. Eventuell Korean Barbecue wird hier sehr laut von den Torschüssen. Überlebt das Ganze auch noch. Müssen jetzt zum Welt zurück. Buyback von Mirana auch noch, um das Ding verzweifelt zu halten. Aber es scheint so, als ob die Rex hier down gehen werden. Sehr aggressives TP von Endplanner. Natürlich kann er das machen, aber wieder die Four-Steps sind da und da kommt er einfach nicht ran. Er kommt nicht rein. Blinks, Four-Steps, was ein Juke. Illest fällt hier auf der Sideline, aber das ist das Einzige, was sie hier bekommen. TPs sind hier lange TPs, aber es hilft nichts. Hex war auf Cooldown. Die Rex sind aber noch sicher. Die zwei Blackboards hier schießen drauf, aber das wird sich wieder regenerieren. Naja, vielleicht ein bisschen zu lange geblieben, haben einige Kills hier rauszubekommen. Aber trotzdem hat im Endeffekt nicht ganz gereicht. Andererseits, wenn ihr euch mal hier den Nashworth anguckt, 4 Helden von STK sind vorne. Faces Void hat den Ursa jetzt überholt. Das sieht da hingegen nicht so gut aus. Vom Grafen, hoi, zeigt es doch, wo wir jetzt gerade gelandet sind. STK hat einen riesigen Sprung nach oben im Nashworth gemacht. Und auch der XP, dieser Graf, kann fast schon nicht schneller hochgehen. Das sind auch ein paar gedroppte Divine Rapiers, die die Teams wechseln. Kann nicht viel mehr machen. So, Bean, der alte Split-Pusher, hockt mal wieder in den Trees. Elan hat davon keine Ahnung, sonst wird er hier vielleicht mit ein paar Wards scouten. Hätte mit dem Forstiff auch durchaus die Möglichkeit, einige Trees zu klären. Aber Split-Push ist real. Wahrscheinlich die nächste Wave clearen und dann weggehen. Refresher dauert noch ein bisschen für den Tidehunter. Aber wird auch bald kommen. Immerhin für das. Refresher wäre da doch schon wichtig. Für Ursa. Ich weiß nicht, auf was er gehen wird. Auf jeden Fall brauche ich irgendwas, um diese schwierigen Jukes, ja, und schwierige Kite-Möglichkeiten von STK halt irgendwie zu umgehen. Bringt halt eigentlich nichts. Rod of Arthos bringt hier auch nichts, denn die Four-Steps sind ja hauptsächlich das, was den das Problem sind. Four-Step und Blink-Dagger, von daher eventuell einen eigenen Four-Step könnte er hier bauen, um da ranzukommen. Jetzt hier in Force STK wollen die Top-Lane machen, haben. Die Frage ist, ob hier Bean von hinten irgendwas machen kann, aber Endplanner geht hier los, versucht Chiefs zu bekommen. Soulcatcher ist drauf, aber oh ja, das ist das Problem. Die Backtracks bzw. die Timelocks sind das Problem, die Ursa natürlich zu schaffen machen. Im BKB Timelocks und die Chronos 4. Wir haben hier eine Poison Nova, wir haben auch den Split. Aber bisher sieht es nicht so aus, als ob irgendjemand Damage hat. Schöner Echo Slam. Cheese jetzt stirbt dahin immerhin. Ravage wird jetzt countered hier, aber Korean Barbecue hat das auch. Ignoriert es halt einfach alles. Und wow, Array haut fett zu. Triple Kill für Array auf dem Earthshaker und der 1-2 geht hier down. Unstoppable für Korean Barbecue, der nicht den Ultra-Kill hier gibt und 1-5 der Trade. Kompletter Team-Wipe und ihr seht schon hier die Zeichnungen. Top-Lane, ab dafür, ab in die Base. Fight Recap, 10.000 XP für SDK. Das war teuer. Und auch der Gold-Change ist hier richtig groß. 5.000 Gold hat sich hier geändert. Damage. Void und Earthshaker machen hier die Action. So, das mit den Buybacks. Wie sieht's hier aus? Keine Buybacks. Gar keine einzige Buybacks. Und wir wollen hier direkt die Rex haben. Kümmern sich nicht um den T3. Erstmal, Hauptsache wichtig, die Rex, denn Shadow Demon ist jetzt da. Ursa und Titaner kommen bald wieder. Ravage wird noch einige Zeit brauchen. Aber Ursa ist doch zumindest schon mal jemand, der hier ein bisschen was tun kann. Und es ist das Aghanims für den Earthshaker, der jetzt schon richtig gute Fischers trifft. Und die werden dann nochmal härter. Schauen, ob sie hier aufhalten können, dass die Rex hier down gehen. Aber es sieht der Fall aus, als ob die Mili-Rex noch stehen bleibt. Ziehen sich hier zurück. Aber Echo Slam ist in 10 Sekunden wieder online.
Der Arrow war knapp, aber nichtsdestotrotz. Ja, ganz knapp. Das sagt Illist auch. Drei Rex. Prinzipiell ein Tower, drei Rex und einen Team-Vibe hat das hier verursacht. Und tja, SDK, glaube ich, werden hier nicht stoppen. Und werden jetzt versuchen, durch die Mitte um reinzugehen. Und natürlich erstmal auch Space für Roshan zu machen. Der dauert allerdings noch ein bisschen. 30 Sekunden bis Potential Spawn-Timer. Danach schauen wir mal, wie weit es sein wird. Es sieht aber bisher danach aus, dass es, ob SDK denn hier relativ easy securen können. Einfach weil die Map-Control doch sehr stark auf ihrer Seite liegt. Und, na, gar nicht so lange. 1.14. Von daher müssen sie nicht so viel Split pushen, werden jetzt wahrscheinlich die T2 Tower nehmen. Und dann straight into Rosh. Wie wäre das? Nicht straight into Rosh, sondern walk. Walk gaily into Rosh. to gaily walk where no man has gone before. Smoke war vielleicht ein bisschen gesehen. Ja, ich glaube, der wurde gesehen. Das sind jedoch sehr, sehr, sehr passiv. Wobei, G-Set ist doch sehr weit draußen. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob sie das hier vielleicht nicht gesehen haben. Roshan dauert noch ein bisschen. Aber generell, das haben natürlich ziemlich viel zu tun mit Defenden. Große Creep Waves hier. Ja, und Korean Barbecue hat keine. Hat keine Geduld mehr, außerdem halt immer noch keine Wards hier drin. Erstaunt doch eigentlich, dass Elan hier keinerlei Fokus macht. Könnt ihr hier runtergehen und Wards setzen, dann wüsste sie halt genau, wann es ist. Aber naja. Hier erstmal kommt die Sache, aber oh, das ist ein Gem. Und da wurde es direkt gesehen. Und das ist relativ böse hier für das, die hier doch sehr klatsch drin sind. Mystic Flare zwar auf Cooldown, aber da kommt schon eine wunderschöne Chrono, die erstmal Endplaner und den Titaner außen vor lässt. Und Echo Slam nicht so wichtig. Nicht so viele Creeps drumherum, aber wichtig, um den Stun rauszubringen. Und Cheesehead kann zwar leapen, aber es hilft nichts. GG von 1-2-2 nach diesem 0-4. Exchange auf jeden Fall ganz klare Sache. SDK sind hier viel zu weit draußen, um das noch zu turnen auf der Seite von Dust Gaming. GG für Scuddy Doesn't Know. Und Scuddy Doesn't Know, wie gut sie sind. Beziehungsweise sind vielleicht, wissen sie vielleicht doch. Wunderschön executed. Earthshaker Array war on fire hier. Und die Chronos waren auch gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Tja, aber Earthshaker, für mich hier MVP 9-2-23, kaum gestorben. Was für ein Farm, für ein Support. Fantasy Point, 18 Fantasy Points. Durchaus einiges hier. Aber Ursa hat sein Ziel getan, aber wunderschön gekitet auf der Seite von Scuddy. Das beendet das erstmal. Jetzt kommt Not Today gegen Leviathan. Von daher, wenn ihr darauf Bock habt, bleibt hier. Ansonsten könnt ihr das auch später auf dem YouTube-Account der Saison angucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bleibt ihr dran. Bis dann, auf Wiedersehen.